Das ist jetzt mal eine Demonstration, wie die dafür den Schuhleisten aussehen können. Also nehmen wir an, das ist das Modell für den Schuhleisten. Und wir wollen die Basislinie ändern. Dann hätten wir hier vielleicht eine Linie, was für einen hochgestellten Absatz andeutet. Und da gibt es jetzt ein Backbone, was wir bearbeiten können. Dieses Backbone ist verknüpft mit den Rippen. Ich mache jetzt mal das Gitter hier aus. Wir sehen jetzt hier die Rippen. Überall, wo eine Rippe ist, ist hier so ein Tangentialindikator dran. Und ich kann das Backbone jetzt ändern. Das ist ein Sketch. Und kann jetzt hier einfach hergehen und kann sowas verschieben. Und das Ergebnis ist, dass die Rippe mitgeht. Und ich kann auch die Neigung der Rippe verändern. Und das kann ich bei jeder Rippe machen. Hier kann ich also die Neigung auch nochmal verändern, so wie ich das gerade haben will. Und genauso gut geht es dann hier hinten. Es ist natürlich sinnvoll, hier in kleinen Schritten vorzugehen, dass das Solver immer was Vernünftiges ausrechnen kann. So, und dann kann man das so lange düfteln, bis das alles passt. Okay, das wäre erstmal das Höhenprofil. Das andere ist jetzt, wie wir das ganze Ding editiert. Ich mache das jetzt weg. Wir haben dazu Freiformkurven, die auf Rippen aufsitzen. Die Rippen sind Sketche. Und daraus rechnet sich das andere aus. Und wenn ich jetzt hier einen Scan hätte, nehmen wir mal an, das ist ein Scan hier bei der vierten Rippe, dann kann ich die Rippen rundherum mal ausblenden. Und hier auch alles ausblenden. Nur die vier interessiert uns. Und dann gehe ich hier in den Editor und kann jetzt versuchen, das möglichst nah ranzubekommen. Also in Veränderung der orangen Kurve, wie sich die gelbe Kurve der gewünschten blauen Scan-Kurve annähert. Wenn wir jetzt hier solche Spitzfindigkeiten haben wie eine scharfe Kante, dann müsste man hergehen und müsste suchen, das Konstrukt wird hier aufgelöst und dann hätte ich die Möglichkeit, hier auch in Feinarbeit die Kurve noch genauer reinzubekommen. So, und das Ergebnis, was wir jetzt hier haben, ist dann einfach auch im Grid genau eingehalten. Das heißt, der Grid, dieses grüne Netz geht jetzt genau durch diese Punkte, die wir im Sketch markiert haben, die mit unserem Scan übereinstimmt. Und in der Map haben wir genau das Gleiche. Und dann haben wir das. So, Zusammenfassung, nochmal Ausgangspunkt. Für die ganze Konstruktion ist einmal ein Backbone-Sketch. Für jede Rippe gibt es einen Punkt und eine Tangente, in die Richtung geht. Als nächstes Rippen-Sketche. Ich habe jetzt mal hier exemplarisch nur 6 Stück genommen. Jede Rippe kann anders aussehen. Alle Rippen haben die gleiche Anzahl von Knoten, damit es dann wieder zusammenpasst. Die Rippen werden in Bézier-Kurven überführt. Die sehen so aus. Und aus diesen Bézier-Kurven wird dann ein Netz gebildet und dieses Netz zu einer Fläche ausgerechnet. Und hier sieht man das Ganze. Wie funktioniert das alles im Einzelnen? Wir gehen mal davon aus, dass wir jetzt nur unsere Rippen und den Backbone hier haben. Dann blende ich den aus. Erster Schritt, den wir machen, ist, dass wir diese Rippen hier alle mal markieren und die in Bearings überführen. Die sehen jetzt so aus. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, dass wir für diese Bearings Objekte für die Tangenten konstruieren. Das heißt, zu jedem werden
jeweils noch zwei Tangentenanzeiger hier erzeugt, den ersten und den letzten. Den brauche ich nicht. Die anderen, die jetzt dort stehen, kann ich nehmen. Und kann daraus ein B-Face machen. Dann sieht das Ganze so aus. Ich blende die jetzt mal wieder aus. So, und hiervon kann ich mir jetzt einfach mal das Gitter anzeigen lassen. Das sieht so aus. Und diese weißen Kurven sind alle wieder editierbar. Das heißt, jeder Punkt, der hier drauf liegt, diese Kreuzungspunkte sind genau positionierbar. Und die Biegungen ergeben sich aus den Sketchen. Sehen wir noch exemplarisch hier. Also wenn ich jetzt hier drin bin, sehe ich, wenn ich hier was hoch verschiebe, dann folgt das alles mit und fertig. Das heißt, ich kann die gesamte Fläche beliebig genau jetzt annähern.